Wunderbar. Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie F in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. So. Ja, das ist schön. Aber ich meine, kann man hier, ne? Wir können ja auch theoretisch die erstmal mit Schmutz beschmutzen. Wusch! Und dann direkt hinterher zimmern. Ist eigentlich ganz cool. Also sobald da nicht noch zig Leute drumherum stehen, die am Schießen sind. Ah, ist cool. Soll ich dir mal sagen, dass es cool ist? Da ist der Rest vom Flugzeug. Aber wo ist der? Ach, da ist gut, da ist der andere Rest. Dafür sieht es aber noch ziemlich sauber aus. Da ist nichts irgendwie komplett hier Boden zerschrappt und alles. Ha, aber da hinten ist der Pilot. Der Herr Kollege. Und da ist direkt ein Symbol irgendein hier von den, was wir schon öfter gesehen haben. Von den Typen. So, kann man hier ein Seil runter? Fido. Jo, es geht. Zack. Und natürlich ist das Seil sofort astrein gerade. So, ran mit dir. Da sind zwei Kerle. Hier ist genau gar nichts. Da sind drei. Drei Leute. Wie machen wir das? Die stehen beide da in der Gegend rum. Ich möchte die gerne... Ah, der springt da auch rum. Der soll gerne wegschauen, der Kerl. Nee, nicht zu mir kommen. Nee, nix da. Du darfst nicht rufen. So, die sind beiseite. Auch hier ist es anscheinend, wenn die einen nicht sehen, dann macht man mehr Schaden oder dann hat man... Ah, schön. Zwei Teile gefunden, Bogen. Dann haben wir mehr Chancen, die direkt umzuhauen. Weil die keine Chance haben, sich entsprechend zu verteidigen. Gut. Waren es doch nur zwei. Der andere ist abgehauen. Hier wieder ein Relikt. Ja, was haben wir da? In der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Aha, aha. Das sind irgendwelche Kräuter. Was haben wir denn da? Kann man die öffnen? Ich würde die gerne öffnen. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Warum musste man das jetzt an die eine Stelle drehen, damit man die Pilze entdecken kann? Ich meine, die sieht man doch überall. Naja. Wunderbar. Haben wir hier zwei von drei schon gefunden. Zwei von drei Reliquien. Mal gucken, ob wir die anderen noch finden werden. Hier hinter ist ein Grafikfehler. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen hier einfach durch, aber hier ist ja verschlossen. Hier hinter ist dann auch direkt Zeug. Kann man das nicht anzünden? Oh. Nein, das war das Falsche. Ja, anscheinend nicht. Wie kommt man denn dann da? Also kann man da rüberspringen oder was? Ja, das ist auch Stacheldraht. Und zwar, also selbst das, was sie gerade gemacht hat, könnte sehr schmerzhaft gewesen sein. Oh. Ich will den Bogen. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Da wählt sie nicht mal einen Pfeil dafür aus. Also ich meine hier Dingens. Anderen Pfeil. So. Wie kommen wir denn da ran? Von außen hier? Oh. Vielleicht nicht. Das war ein bisschen... Ja, das hätte funktionieren können. Wenn alles komplett anders gewesen wäre. Wir behalten ja hier die Sachen, das heißt, ich könnte nochmal was upgraden. Ich dachte gerade Recyclingbogen. Recurve-Bogen, Waffe modifizieren, provisorischer Langbogen zu Recurve-Bogen. Weiter. Ach, haben wir direkt gemacht. Super. Sehr schön. Bogen upgrades. Ach, cool, der sieht da. Schicker Bogen. Ist hübsch. Was haben wir denn hier noch? Schlüsselringabzug. Ich hab. Achso, Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Das ist schön.
es war jetzt zwar nicht beabsichtigt, aber es passt schon. Der Bogen ist echt ganz cool. Nicht diese alte Klumpen da. Pam, pam. Ach, schön. Gut, paar Pfeile verschossen, aber da. Soll wohl okay sein. Dahin geht's dann. Ich will jetzt einfach mal weiter. Wir waren da unten ja schon. Nee. Da. Und da. Nummer, sie bindet das immer automatisch fest. Ja, wahrscheinlich aus Höflichkeit uns gegenüber. Ach so, okay, das haben wir noch nicht gemacht jetzt hier. Können wir die nicht einfach alle umhauen jetzt? Klar können wir das. Haben wir keine Granaten hier? Zeit verschwinden. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einen auf. Achso, mache ich doch. Mache ich das? Nee, mache ich nicht. Ich mache wieder einen auf Stelz. Dass ich hier auf Stelzen lang gehe. Pam. Und wo ist er? Hallo da. Na? Schön durch den Kopf. Ja, da wo es hingehört. Neue Pfeile, neues Bergungsgut. Genau, hier war nichts. Das haben wir ja gerade schon bei diesem fulminanten Sturz festgestellt. Aber der andere, genau, da ist er. Zack. Wie schnell sie die immer durchsuchen kann, als ob sie direkt wüsste, wo das Zeug liegt. Und wir können dieses Viech entfackeln. Fump. Wunderbar, 3 von 10. Ich weiß nicht, ob wir alle... Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Diesen Kanal. Der Kanal. Oh, da kommen wir runter. Ach, das Flugzeug ist auch ein bisschen sehr kaputt. Da können wir runter, aber, hier geht's überall lang. Das sieht schon wieder sehr offen aus. Oh. Doch, es ist sehr offen. Herauszoomen. Achso, so weit will ich ja nicht. Wo sind wir? Wir sind da. Das heißt, ich vermute mal, wir müssen dann irgendwann hier oben hin. Oder aber. Woanders. Bevor ich hier alles immer komplett. Bevor ich zu zweifelhaft bin, wo es denn lang geht, renne ich einfach irgendwo lang und dann passt das schon. Drücken Sie eh zum Untersuchen. Ach, 15 Geocaches. Natürlich. Ich habe nicht gesehen, dass da was lag, sondern dass einfach nur wir was machen konnten. Hier oben war ja auch nichts, meine ich. Da waren wir ja schon gerade. Da ist das Signal. Ja, tatsächlich. Das hat man ja auch noch überhaupt nicht sehen können. Kann man hier, da kann man hoch, theoretisch. Wäre das der direkte Weg? Wir sind jetzt... Moment, das Signal ist... Da. Nee, das Signal ist... Da, so irgendwo... Da, na, wisst ihr? Ah, will ich da hoch? Ich gehe jetzt mal unten lang. Wer weiß, wer weiß. Soll ja schön sein da. Schöner Wasser, also schöner Wasserfall ist es auf jeden Fall. Da ist noch ein Zeichen, dass es hier weitergeht. Oh. Da. Karte aktualisiert. Geheimes Grab in der Nähe. Aha, aha. Es ist auch sehr geheim. Also muss ich das sagen. Es ist... Nee, da hätte ich ja nie gefunden, das. So. Hallo Grab. Malgrab. Grabmal. Aha. Zum Klettern? Müssen wir die auch mal wieder benutzen. Das leckere Kletteräxchen. Und direkt macht sie Feuer an und geht. Als ob sie vorsichtig sein wollte. Ist aber auch dunkel. Und unfreundlich. Da hinten sehen wir auf jeden Fall Licht. Hier ist anscheinend aber nur... Sie kann jetzt nicht mal hier Nahkampf machen. Sie kann gar nichts. Sie geht einfach immer auf diesen Leichenweg. Muss doch was sein, oder nicht? Ja, aber nicht gleich Fackel wegschmeißen, hallo? Nur weil hier der dunkle Gang überstanden ist. Aber sieht cool aus.
Ich würde ja gerne auch selber mal durch solche Höhlen gehen. Wobei, habe ich... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Wahrscheinlich wäre ich erstmal etwas skeptisch. Aber wenn hier richtig Lager ist... Ja gut, das ist nur so ein Abschnitt hier. Das ist abgeschlossen. Ach, guck mal, da sehen wir... Hier sehen wir direkt schon überall, wo Zeugs... Ach da, genau, das haben wir ja schon gemacht. Hier waren wir ja schon, genau. Das war ja da oben auf dem Gipfel. Da liegt auch noch irgendwas. Geocache. Ja, buchen wir ein bisschen Geocache von der Bank ab. So, wir können ja nichts machen. Aber ich denke mal, das Lagerfeuer fungiert auch als Safe Point. Ach, cool. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Ja, aber Hauptsache Gold. Grab der Unwürdigen. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Hat die mich gerade als Opfer bezeichnet? Wir können hier anscheinend rüber gehen. Ansonsten, ja, das ist wieder irgendeine Art Käfig. F drücken, um zu schubsen. War das jetzt blöd? Oder muss das so? Ich vermute mal, wenn wir uns da ranhängen, dann geht das Ding wieder hoch. Falls wir uns da ranhängen können. Ja, siehst du mal. Aha. Wir können die Dinger anzünden. Ich denke mal, wir können uns da reinstellen, können die Dinger anzünden und dann können wir da hochbefördert werden. Ist nur eine Vermutung. Aber der Herr Vermutung ist ja so ein alter Kollege. Vielleicht hat er ja recht. Nein, nicht da hoch, da direkt. Kann sie da direkt reinspringen? Hier? Nee? Müssen wir hier rüber? Wunderbar. Ich muss sagen, dass mit dem ganzen Rumspringen und sowas funktioniert schon ziemlich gut. Ist natürlich, sie geht immer direkt in die Richtung, wo es denn hin soll. Das heißt, auch wenn man ein bisschen daneben haut, dann geht das schon, dann hat man das reicht dann. Also man muss sich da nicht übermäßig viel Mühe geben, sag ich mal. So, und jetzt hier, zack mal. Fackel. Natürlich beseitigen die Kadaver wahrscheinlich sich komplett selber sofort rückstandsfrei. Ach, guck mal. Und siehst du mal, sind wir leer oder sind wir leicht genug? Wunderbar, was haben wir davon? Feuer. Wir können jetzt darauf. Ich finde die Figuren gerade mal ziemlich cool. Also es ist zumindest vom Design her gefällt mir das alles gerade sehr gut. Muss ich dann ja mal so sagen. So, ich würde gerne ganz hoch, komplett. Kann sie das? Und die Fackel, die kann auch aus hier. Zack. Einmal ausgeschlagen, das Ding. Muss man jetzt das Ding nochmal da schubsen? Hier. Ich mache das einfach nochmal. Schubs. Bleibt das jetzt oben? Das bleibt oben. Hier, So, festgehalten. Coole Sache. Ein schönes Rätsel. Mal ein bisschen Abwechslung zum ganzen Rumgeballer. Was steht denn hier? Hier bitte keine Fahrräder abstellen. Okay. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Ja, die ganzen Knochen sind also wirklich, also als Bodenbelag, können man vielleicht im Baumarkt mal anbieten. Gibt es neben Laminat und Parkett und sowas, gibt es dann auch Knochen. Laminat. Grab durchsucht. Grab des unwürdigen Meisters. Ein Fähigkeitspunkt und Errungenschaft. Und Bergdorf Reliquienkarte. Belohnungsorte an Sehenne. An Sehenne. So, ich will immer hier mit dem Mausrad ein bisschen rauszoomen, aber es geht nicht. Wir können natürlich komplett raus, aber dann sieht man auch nicht den ganzen Bereich hier. Grab ist gemeistert. Das war das hier. Was ist das denn hier? Reliquie. Grab.
Wie Grab? Was denn für ein Grab? Hallo, Bergdorf? Reichen Sie das Rauchsignal, okay? Das ist unsere Aufgabe. 28% insgesamt abgeschlossen. Wahrscheinlich von Story und von Sammelzeugs. Also ist die Vermutung. Ich weiß nicht, wie lange die Geschichte geht. Soll ja verschieden lang sein. Oder halt so lang, wie man halt gerne will. Wenn man sich hier die ganzen Sachen auch noch einsammelt und anschaut. So wirklich schnell kommen wir nicht voran, aber ist halt, das will ich ja auch gar nicht. Weil mir gefällt das Spiel gut und dann möchte ich es jetzt auch gerne hier möglichst viel von anschauen. Ach, guck mal. Ah, heroische Musik. Yay. So, Fähigkeitspunkt. Fähigkeitspunkt. Genau das. Ja, es geht ja so langsam. Es entwickelt sich. Haben wir die jetzt freigeschaltet? Ja, ne? Rang 3? Wie Rang 3? Ach, Rang 3, okay. Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Oder erfahrener Mörder. Schalten Sie Ihre Feinde mit Fitness? Nee, mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Was heißt denn Finesse? Also ich meine, ich weiß, was das heißt, aber wie macht sich das bemerkbar dann? Was haben wir hier noch? Axt-Experte, versetzen Sie Feinde mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Auch nicht. Ausweichkonter, weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesschuss. Pfeil ins Knie? Ich weiß ja nicht, ob das Zufall ist.